Moinsen und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Planet Base und an der Stelle erst einmal ein frohes neues Jahr 2016 und ich sehe gerade, irgendwie werden ganz viele Errungenschaften gerade freigeschaltet. Ich muss dazu vielleicht auch mal sagen, ich habe nachdem ich die Aufnahme, die letzte, gestoppt habe, habe ich nämlich noch einen Meilenstein bekommen. In demselben Moment, wo ich quasi Aufnahmestopp gedrückt habe. Und zwar habe ich bekommen, was habe ich denn bekommen? 100er, genau, 100er habe ich bekommen. Ich habe 100 Leute in meiner Base. Das heißt, ja, wir haben jetzt im Prinzip schon einen Meilenstein mehr abgehakt, als in dem Spiel davor, was ich auf dem Wüstenplaneten gespielt habe. Und ich habe mal nachgeguckt, der Gasriese, ja, also der Mond des Gasriesen, ist jetzt auch schon freigeschaltet. Das heißt, theoretisch könnten wir das jetzt hier an der Stelle abbrechen, dieses Spiel, und könnten schon auf dem Gasriesen weitermachen. Vielleicht nochmal ein Spiel versuchen und mal gucken, wie ich da klarkomme. Das liegt jetzt so ein bisschen in eurer Entscheidung. Also ich werde jetzt an der Stelle mal die Frage in den Raum stellen, möchtet ihr, dass es jetzt hier in 3 Folgen oder so aufhört und dass ich dann auf dem Gasriesen weitermache? Was ich nicht machen kann, das muss ich an der Stelle ganz klar sagen, ich kann nicht parallel spielen, also ich werde nicht das so machen, dass ich das hier weiterlaufen lasse und parallel auf dem Gasplaneten spiele. Das werde ich nicht machen können, das funktioniert nicht, aber ich brauche natürlich für die Entscheidung so ein bisschen einen kleinen Vorlauf, deshalb frage ich euch jetzt an der Stelle, ja quasi pünktlich zum neuen Jahr, könnt ihr entscheiden, wie es hier bei Planet Base jetzt weitergehen soll? Soll ich es hier quasi noch zu einem Ende führen, vielleicht indem ich jetzt doch noch die letzten 2 Meilensteine mache, oder soll ich schon auf dem Gasriesenmond weitermachen? Schreibt es mir in die Kommentare, lasst es mich wissen und ja, dann gucken wir mal, wo habe ich denn hier eigentlich aufgehört? Ich sollte vielleicht erstmal die Zeit wieder ein bisschen beschleunigen, sonst ist das ja hier super Schneckentempo. So, genau, ich wollte ja die Base ein bisschen weiter ausbauen. Und da hatte ich ja hier unten schon angefangen mit den energieproduzierenden Strukturen und mit dem Energiespeicher hier. Das Problem war aber, wenn ich mich richtig erinnere, dass hier die Energie zu langsam aufgefüllt wird. Das war ein Problem. Eins von einigen. Baumaterial war das Problem. Aber da haben wir ja hier schon einiges wieder an Start gekriegt. Guckt mal. Wir haben auch ziemlich viel Erz, sehe ich gerade. Aber irgendwie wird nichts richtig so produziert gerade. Jetzt kommen wieder Leute in die Base. Ein Biologe und ein Arbeiter, ne? Wenn ich das jetzt richtig erkannt habe. Wir machen mal jetzt die Landeerlaubnis aus. Jetzt, wo wir 100 Leute in der Base haben. Jetzt lasse ich mal erstmal nur Besucher rein. Ja, jetzt machen wir mal quasi... Jetzt machen wir das hier zum Vergnügungspark, zum Intergalaktischen. Denn guckt mal, hier sinkt auch langsam das Sauerstoffniveau, weil das hier so viele Leute sind, die da rumlaufen. Wir müssen mal dafür sorgen, dass sich das hier ein bisschen mehr verläuft. Dass auch mehr Leute quasi hier in der Gegend ein bisschen was tun. Und wie können wir das am besten erreichen? Vielleicht indem wir hier noch einen Metallprozessor reinstellen. Vielleicht hierhin, so. Damit die meisten Rohstoffe hier unten produziert werden. Das halte ich eigentlich für sinnvoll. Handelsschiff ist gelandet. Wo? Da oben. Okay. Wird jetzt schon langsam ein bisschen schwierig, hier die Landeplätze zu überwachen, richtig. Okay, was haben wir denn? Wir haben einen Rohstoffhändler. Wie viel Kommission hast du? 40? Okay, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Wartet mal, dann geben wir dir mal Bioplastik. Ein bisschen was hiervon. 2 Arzneimittel, obwohl, Moment, gib mir mal deine ganzen Credits, mein Freund. Gib mir mal alles, was du hast hier. Ja, dann gebe ich dir nämlich meine überschüssigen Waren und du gibst mir deine Credits, denn es geht ja nach wie vor vor allem jetzt darum, die letzten 2 Meilensteine zu bekommen und einer davon ist ja die Technokratie und da muss ich ja alle Patente mir erhandeln, sozusagen. Und das geht natürlich am besten, wenn ich mir Geld nehme von den Händlern. So. So machen wir das jetzt hier. Was ich gerade nicht verstehe, ist warum... Ah, okay. Jetzt machen sie Ersatzteile. Ich würde gerade sagen, warum passiert da nichts? Genau, Wasser war das andere Problem. Ich erinnere mich. Wasser. Wir brauchen einen Wasserprozessor. Wasserextraktor. Genau, den brauchen wir.
Machen wir das mal. Ja, machen wir den mal dahin. Dann geht nicht so viel Platz verloren. Und dann haben wir zwei Verbindungen. Falls eine irgendwie unterbrochen wird, haben wir noch die andere. Es dürfte aber mit dem Wasser noch gerade so gehen. Ja, das Wasser ist noch kein Problem aktuell. Da ist eher noch die Energie kritisch. Was ist das hier? Ein Besucherschiff. Zwei Besucher haben wir. Nice. Wunderbar. Die gehen erstmal in die Vergnügungseinrichtung, oder? Ne, die gehen in... Der geht schlafen hier, der eine. Der andere auch, wahrscheinlich. Ja, einen ganz schön weiten Weg zu seiner Schlafkoje. Die Frage ist jetzt, geht der Besucher in die Kajüte oder geht er da hinten rein? Er geht da hinten rein. Okay, wahrscheinlich, weil da der einzige Ort ist, wo noch Platz ist. Ne, er holt sich erst was zu essen, okay. Ja, kann man auch mal machen. Durchaus. Alexa Frazier. Frazier. Besucher. Okay, die braucht Unterhaltung. Und er hier braucht Schlaf. Ja, ganz dringend braucht er sogar Schlaf. Der kippt gleich aus den Latschen. Jawohl. Sehr gut. Okay, also die zwei Bedürfnisse waren schon mal leicht zu befriedigen. Wie sieht's hier aus? Wasserextraktor wird auch gleich gebaut. Wunderschön. Ah, sieht ganz gut aus jetzt, muss ich mal sagen. Ah, guckt mal, hier können wir noch Nahrungsfertiger reinstellen. So, und vielleicht auch noch einen Wasserspender. Und auch noch einen Tisch würde ich da auch noch reinstellen. Warum geht denn das nicht? Warum kann ich den... Hä? Warum kann ich da den Tisch nicht platzieren? Vielleicht so einen normalen Tisch, so ein Zweier. Ja, ein Zweiertisch geht. Da machen wir halt zwei Zweiertische. So. Kontrollzentrum hat keinen Sauerstoff. Oh, Sonneneruption steht kurz bevor. Gelber Alarm. Alle rein. Kontrollzentrum hat keinen Sauerstoff. Warum denn nicht? Oh, wieso fällt denn das Sauerstoffniveau so hart? Haben wir nicht genug Wasser? Nee. Was ist denn da los? Oh nein, wir haben Verstrahlte. Wir haben Strahlenopfer. Wie viele Strahlenopfer haben wir? Ich habe nicht rechtzeitig den Alarm aktiviert. Scheiße. Okay, hoffentlich haben wir jetzt genug Medikamente. Müssten wir aber eigentlich haben. Es müssten eigentlich genug Medikamente sein. Schauen wir mal. Einer liegt da noch mit dem Knochenbruch. Der Arzneimittelschrank ist gefüllt. Eieiei. Wasserspender wurde gebaut. Das ist sehr schön. Kontrollzentrum hat keinen Sauerstoff. Ja, das ist doch scheiße. Wieso denn? Okay, Moment. Da müssen wir jetzt was tun. Das ist jetzt leider sehr akut hier. Brauchen wir schnell einen O2-Generator. Aber wo mache ich den jetzt hier hin? Hier ist kein Platz mehr. Scheiße. Moment mal, vielleicht kann ich den hier hinsetzen, wenn ich den Wasserextraktor da abreiße. Das ist ein kleiner Wasserextraktor. Okay, wir recyceln den mal. Der andere ist ja schon in Betrieb, ne? Der große, ja, okay. Ist er schon in Betrieb? Ist er schon verbunden? Ja, ist verbunden, okay. Gut, 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 gut. Dann müssen wir jetzt ganz schnell einen Sauerstoffprozessor hier hinsetzen. Kann ich da einen großen hinsetzen? Ja, aber ich mache mal erstmal einen kleinen. Gottes Willen. Oh, ich kann den Alarm ausmachen. Kein Alarm. Geschwindigkeit erhöhen. So, Herr Doktorin, dann heilt die mal die Leute hier. Wir müssen die Strahlenkranken behandeln. Du, da ist ein Bett frei, ne? Du kannst dich hinlegen hier, Kollege. Jawohl. Warum ist jetzt wieder das Sauerstoffniveau normal? Das verstehe ich jetzt gerade nicht. Ich glaube, es befinden sich einfach viel zu viele Leute hier in der Gegend. Kann das sein? Weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ein bewaffneter Eindringling wurde entdeckt. Erschießt ihn! Eindringling wurde getötet. Yes! Super! Nein, wieso hat jetzt hier wieder die Ecke keinen Sauerstoff?
Was für eine Scheiße. Das ist gar nicht gut. Wer ist gestorben? Irgendwer ist gestorben. An Strahlung. Nein, wieso bist du denn nicht in die Krankenstation gegangen? Warum bist du denn nicht nach oben gegangen? Da sind doch genug Betten. Hey, was ist hier los? Tötet ihn. Jawohl. Gott. Nein, die Medizin ist leer. Lol, wie sie rennen. Wie sie panisch rennen hier. Schnell, wir müssen jemanden haben, der hier baut. Schnell. Schnell, baut doch. Irgendjemand. Schnell, beeil dich. Oh Gott. Eindringlingsalarm und alles. Alles. Strahlungsalarm, alles. Alles ist hier. Jawohl. Bitte bau die Verbindung auch gleich. Nein, warum baust du die Verbindung nicht? Oh, das ist so nervig, wenn die das nicht gleich alles zusammen machen. Okay, Besucher haben Münzen für Dienstleistungen dagelassen. Das ist sehr gut. Der hier hat leider kein Patent, aber er hat Geld. Und das knöpfen wir ihm jetzt auch gleich mal ab. Komm mal her, Freund. Ich könnte ihm noch mehr abknöpfen. Eigentlich. Machen wir das doch mal. Machen wir das mal so. 55% Kommission ist jetzt zwar nicht so geil. Huch. Aber es mag ausreichen. Vielleicht hier noch einen drauf. Ja, passt so. Wir müssen uns jetzt um dringendere Probleme kümmern hier. Medizinische Notfälle. Und alles. Alles ist hier. Wie das auf einmal wieder umschwenkt plötzlich. Strukturen haben keinen Sauerstoff. Ja, wir brauchen halt hier mal einen Hansel, der das baut. Warum kommt da keiner? Los, beeil dich. Mach hin. Beweg die saftigen Schenkel. Los, mach doch. Schnell. Boah. Gott sei Dank. Okay, jetzt müssten wir aber eigentlich den Sauerstoffmangel ausgeglichen haben hier. Jetzt müsste das eigentlich hier wieder steigen, das Niveau. Und jetzt haben wir wahrscheinlich wieder nicht genug Wasser. Ja, jetzt ist das Wasser wieder ein Problem. Okay, dann bauen wir schnell noch einen großen Wasserextraktor. Ich verstehe das nicht. Wieso sinkt plötzlich dann das Sauerstoffniveau? Das hat doch hier immer gepasst. Liegt das daran, dass hier so viele Leute durchlaufen? Woran liegt denn das? Das verstehe ich irgendwie noch nicht so richtig. Ist irgendwie noch ein bisschen schleierhaft, ist mir das. Mach mal so. Ist das ein Händler? Ne, ein Besucher. Okay. Drei Besucher. Alles klar. Wie sieht's hier in der Krankenstation aus? Wir haben keine Strahlungsopfer mehr und die Wachen wurden auch schon behandelt. Das ist sehr gut. Wir haben, glaube ich, zwei Tote gehabt, ne? Wenn ich mir jetzt nicht recht erinnere. Zwei Tote hatten wir, glaube ich. Weiß es nicht mehr genau. So. So, so. Energiemäßig sieht's wie aus? Wir müssen jetzt eigentlich einen fetten Energieüberschuss haben. Ja. Ja. Ich hätte aber gerne noch einen Speicher, einen Energiespeicher mehr. Machen wir mal noch einen. Einen Energiekollektor. Und ich glaube, ich brauche auch schon wieder eine zweite Fabrik, dass ich wieder neue Dings bauen kann hier. Wie heißt's? Ersatzteile. Weil ich glaube, die zwei Dinger, die ich hier habe, die reichen nicht aus. Aber wartet mal, das war ja eine große Fabrik. Da kann ich doch noch eine Ersatzteile. Genau, da kann ich doch einfach noch eine reinsetzen hier. Machen wir das einfach. Jetzt kann ich mal die großen Strukturen, die ich ganz am Anfang gebaut habe, auch endlich mal ausnutzen. Ressource erschöpft, Arzneimittel, das ist aber nicht gut. Aber es sind auch keine Kranken mehr drin. Das heißt, unser Arzneimittelvorrat hat genau ausgereicht. Es hätte nicht weniger sein dürfen, es hätte aber auch nicht mehr sein dürfen. Jetzt muss ich mal gucken, ob wir irgendwelche gravierenden Verluste hatten. Nee, beim Wachen sieht alles gut aus. Das sieht eigentlich alles gut aus. Wenn mich jetzt nicht alles täuscht, müsste das okay sein, so wie es ist.
Könnten eigentlich sogar noch ein paar Leute reinlassen. Das mache ich jetzt, glaube ich, erstmal nicht. Jetzt warte ich erstmal, bis hier Ersatzteile haben wir wieder. Rohmetall. Sieht auch gut aus. Ja, sieht doch eigentlich ganz gut aus. Energie wird auch aufgefüllt. Jetzt haben wir auch noch einen Speicher. Und Geld von Besuchern haben wir auch schon gekriegt. Habe ich schon so nebenbei gesehen, als die ganzen Todesnachrichten eingetrudelt sind. Ein Bot wurde irreparabel beschädigt. Auch gut, kriegen wir wieder Ressourcen raus. Lol, was sie hier machen, die bauen hier Türmchen, guckt mal. Die haben hier einen großen Turm gebaut aus Ressourcen. Handelsschiff ist gelandet. Wo, da hinten? Was hast denn du? Oh, du hast ein Patent. Okay. Das versuchen wir jetzt noch. Wäre doch gelacht, wenn wir das jetzt nicht kriegen. Komm. Ich will das Patent haben. Okay, wir haben jetzt hier irgendwas um die 200 Münzen gehabt. Komm. Oh Gott. Dieses Geklicke immer. Dieses irrsinnige Geklicke. Dass man da nicht einfach einen Schnellknopf hat. Los. Komm schon. Komm schon, komm schon, komm schon. Und so, da haben wir immerhin schon mal 200. Ein Drittel haben wir. Jetzt müssen wir den Rest irgendwie über Ressourcen bekommen. Eieiei, das wird aber arschig knapp. Ah, das geht nicht. Ich komme maximal auf 500. Die Ressourcen hier sind alle nichts wert. Ich kann nur noch eine reinverhandeln. Nee, es geht nicht. Es geht leider nicht. Kriege ich leider nicht hin. Schade. Hätte ich jetzt gerne zum Abschluss der Folge noch gemacht. Ich entlasse den jetzt einfach. Ja, da würde ich sagen, an der Stelle ist die Folge zu Ende und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge Planet Base. Und schreibt mir in die Kommentare, ob ihr wollt, dass das hier im Eisplaneten weitergeht oder ob ihr wollt, dass ich auf dem Gasriesen weiterspiele. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao.